Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde und solche, die es noch werden wollen, zu einem weiteren Dirt Rally 2.0 Video hier auf meinem Kanal. Wir machen weiter mit der Fahrzeugvorstellung der einzelnen Divisionen und sind mittlerweile bei den RX Supercars aus der Rallycross-Serie angekommen. Ihr wisst ja, wie es abläuft, habe ich in den letzten zwei Videos schon gesagt, muss ich nicht weiter drauf eingehen. Ich habe mich für dieses Video für den Audi S1 entschieden, Audi S1 EKS RX Quattro, um genau zu sein, ja. Der Wagen hat glatte 600 PS bei 1300 Kilo, eine 2-Liter Maschine, 4 Zylinder und ist Turbo aufgeladen. So, wir können nochmal eben, weil wir haben 7 Fahrzeuge hier in der Division und es werden ja nur 6 im Starterfeld sein. Das heißt, alle werden wir nicht sehen. Also gehen wir die einzelnen Fahrzeuge aber eben mal durch, damit ihr die wenigstens mal seht. Also, wir haben hier den Polo R, das Polo R Supercar mit 570 PS. Das ist übrigens der schwächste aus dieser ganzen Division mit seinen 570 PS. Gewicht und Motor ist eigentlich immer relativ gleich. Also eine 2-Liter-Maschine haben sie alle, 4 Zylinder haben sie auch alle. Nur bei dem Fiesta MK8 ist das Gewicht ein bisschen geringer. Ansonsten haben wir hier überall bei jedem Fahrzeug den Turbo. Ne, also hier der Polo übrigens, der Wagen von Petter Solberg, der fährt damit oder ist damit die Rallycross Championship gefahren. Wie gesagt, wir nehmen den Audi, dann haben wir noch den Peugeot 208 WRX, ebenfalls 600 PS, genau wie der Audi. Dann haben wir den Renault Megane RS RX, ebenfalls mit 600 PS. Dann haben wir den Ford Fiesta Rallycross MK8. Das ist der neue, den werden die Leute gratis bekommen haben im Spiel, die an der World Series teilgenommen haben. Dann haben wir den Fiesta Rallycross MK7 und zu guter Letzt haben wir dann noch den Subaru Impreza WRX STI Rallycross. So, das wäre dann übrigens der einzige Kandidat in diesem Feld, der ein manuelles Sechsganggetriebe hätte, also nicht sequenziell. Den müsste man eigentlich mit dem der H-Schaltung fahren. Aber wir fahren ja sowieso mit dem Audi und der ist eh sequenziell. Ach, jetzt habe ich die Farbe nicht geändert. Scheißegal. Eigentlich wollte ich ihn in komplett schwarz haben. Ohne Werbung, ohne alles. Sieht mega geil aus. Habe ich nämlich vorhin schon mal nachgeguckt. Aber egal, jetzt nehmen wir ihn so, wie er ist. So, wir fahren natürlich immer noch auf dem Estering in Deutschland. Und fangen wie gewohnt an mit der Q1. Hier, guck mal, wunderschön. Da könnt ihr sogar den Monitor sehen. Geil. Einfach nur geil. Nutze die Joker-Runde zu deinem Vorteil. Du musst Kennen wir schon. Man muss sie nur einmal fahren, ansonsten bekommt man eine Zeitstrafe. Habe ich gesagt, warum ich den Audi fahre? Nee. Ich habe die schon mal so ein bisschen durchgetestet, die Wagen. Und mit dem Audi komme ich tatsächlich am besten klar. Der Polo ist zwar, glaube ich, noch einen Tacken schneller, obwohl er weniger Leistung hat. Aber ich fand ihn schneller. Aber ich finde die Steuerung beim Audi sehr geil. Also die geht sehr, sehr gut. Was hat er gesagt? Habe ich nie gehört. So, egal. Wir fangen erstmal an mit Q1. Ist ja eh noch nicht so wild. Ja, am Anfang kleben sie einem immer schön am Arsch. Das sollte sich aber eigentlich gleich ändern. Das. Okay, so wird sich das nicht ändern. Hey, was machst du denn? Na komm, wenn die da so einen Stau fabrizieren, gehe ich erstmal direkt in die Joker. Ja, war definitiv wieder die richtige Entscheidung. So, also ihr merkt schon. Was ist denn da los? Ja, ich muss mich, zu meiner Verteidigung muss ich euch sagen, dass ich mich etwas an... Na toll. Wieder etwas an mein Lenkrad gewöhnen muss, denn ich habe den Lenkwinkel umgestellt. Und zwar von 900 Grad Lenkeinschlag auf 540, weil es einfach besser zu handeln ist und auch ein
Oh Gott, teilweise ein bisschen realistischer. Was mache ich denn hier? Ja, wenn du aus dem Pult nicht rauskommst, dann hast du verkackt. Dann rammen die dich weg, wo sie können. Also Fair Play ist im Rallycross ein bisschen fehl am Platz. Das sucht man da vergebens. So, was wollte ich denn vorhin sagen? Habe ich wieder vergessen. Achso, ich wollte sagen, ihr merkt schon, dass die RX Supercars auf jeden Fall sehr, sehr schnell sind. Die haben auch immerhin halt fast alle 600 PS, ne? Also, boah, da schiebt er mich raus, ey. Und da gehen die da vorne immer in die Eisen, wie die bekloppen. Oh Gott, das kann nicht wahr sein, ey. Also das war eine schlechte erste Quali. Weiß gar nicht, haben wir gewonnen? Ist ja auch egal. Ich meine, wie gesagt, ist sowieso erst die Quali. Nee, Dritter sind wir geworden. Mal gucken, wie es in Q2 ist. Hoffentlich läuft das ein bisschen besser. Also mit dem 540 Grad Lenkeinschlag muss ich mich erst noch ein bisschen dran gewöhnen. Aber ist ja hier sowieso eine Fahrzeugvorstellung. Von daher denke ich mal, ist das okay. Ein bisschen reparieren müssen wir. Nicht weiter tragisch. So, dann gehen wir direkt in Q2 und hoffen einfach mal, dass das ein bisschen besser läuft als gerade eben Q1. Ich denke mal so ein, zwei Tage werde ich wohl noch brauchen, bis ich mich an die neue Lenkung gewöhnt habe, aber dann sollte das gehen. Also für Standard-Rallye kann ich euch jetzt schon sagen, dass es besser ist. Viel besser. Ich hatte da ja ganz am Anfang, als ich mit dem Sim-Racing angefangen habe, habe ich ja auch immer so ein bisschen damit gehadert, weil da war ich in der ganzen Materie noch nicht so drin. Und bin halt irgendwie mit 180 Grad Lenkeinschlag gefahren oder so, was natürlich Schwachsinn ist. Das heißt, wann immer ich das Lenkrad auch nur ganz leicht bewegt habe, hat der quasi fast sofort voll eingeschlagen. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache, ne? Der Audi hier, der hört sich übrigens auch im Begrenzer sehr, sehr geil an. Jetzt gehen wir erstmal in die Joker, denke ich. Shit. Da haben wir Zeit liegen lassen auf jeden Fall. Oh, und driften kann man diese RX Supercars übrigens auch richtig, richtig schön. Ja, habt ihr gesehen? Wunderbar. Driften kostet zwar Zeit, ich weiß, aber ein bisschen für die Show. Warum denn nicht? Wenn wir nicht so viel Scheiße bauen wie in Q1, dann haben wir das Ding hier sowieso in der Tasche. Ja, das wäre fast schief gegangen. Das war's schon. Q18, aber auf jeden Fall eine ganze Ecke schneller als in Q1. Habe ich aber auch nicht anders erwartet. Und dann gehen wir in Q3. Um ehrlich zu sein, finde ich das auch ein bisschen nervig, dass wir hier 4 Qualifikationsläufe fahren müssen. Aber das geht leider nicht anders. Reparieren lassen wir jetzt weg. So viel haben wir nicht kaputt gemacht. Kann man ruhig mal darauf verzichten.
muss die Dinger so extrem schnell schalten, ey. Ja, da haben wir schön, also auch wenn wir die Kurve nicht perfekt genommen haben, haben wir doch schön aus der Kurve raus beschleunigt. So sieht das dann aus, wenn ich versuche, nicht ganz so viel zu lüften. Na, das war schlecht. Da wäre es, glaube ich, mit dem Drift besser gewesen. Ja, also die Kurve, die geht mit dem Drift definitiv besser zu fahren. Joker müssen wir noch mitnehmen, das machen wir jetzt mal eben. Nein, nein. Fast schief gegangen. Bisschen zu wenig gelenkt, aber okay. Boah, haben wir das auch schon wieder erledigt. Richtig flott unterwegs heute. Wie war eigentlich euer Weihnachten? Habt ihr was Schönes geschenkt bekommen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt. Bei uns ist das eigentlich immer so, dass da eher nur so die Kinder was bekommen, ne? Die Erwachsenen schenken sich eigentlich untereinander nichts mehr. Das muss ja auch nicht immer sein. Und ansonsten war es eigentlich sehr ruhig. Natürlich wieder viel zu viel gegessen. Ich denke, das geht eigentlich jedem so zu Weihnachten. Aber der Name kommt ja auch nicht von ungefähr, ne? Muss ja ein bisschen was dafür tun, dass es auch so bleibt. Boah, der hat aber einen super Start gehabt. So schlecht war meiner doch gar nicht. Da haben wir uns aber sehr schön dran vorbeigemogelt. Aber vielleicht brauche ich doch keine 2-3 Tage. Um mich an die neue Lenkung zu gewöhnen. Das klappt eigentlich schon sehr gut, weitestgehend. Eieieiei. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass wann immer ich sage, irgendwas klappt sehr gut, dann mache ich einen Fehler? Ist irgendwie immer so, ne? Das ist der... Der Vorführeffekt. Ich liebe das. Immer zu früh lenke ich da neuerdings ein.
auch schon wieder in der letzten Runde. Also irgendwie... Wie habe ich es jetzt mit der Kurve, ne? Kommt da nicht mehr sauber durch. Oh, 2,21. Ich glaube, wir hatten eben auch schon eine 2,21, wenn ich mich nicht irre. Und dann gehen wir... Oh, auf dem zweiten Platz gehen wir ins Halbfinale. Interessant. So, Halbfinale, da reparieren wir nochmal eben. Und dann haben wir auch, wie ihr wisst, mittlerweile zwei Runden mehr zu fahren. Ne, also da bin ich auf 1. Gesamtwertung wahrscheinlich auf 2, aber in meiner Division auf 1 oder vielmehr in meiner Gruppe auf 1. Oh, den habe ich voll versaut. So, vom Glück sagen, dass die KI in den Kurven immer so schön langsam unterwegs ist. Ja, sehr schön. Ja, und dass der Spotter immer wieder das Gleiche sagt, das nervt auch. Wie ich das erste Mal gespielt habe, das weiß ich noch. Da fand ich das mega cool, dass mein Spotter mir sagt, wenn der Gegner Schwierigkeiten hat oder wenn da irgendwas nicht stimmt. Aber da habe ich dann halt relativ schnell rausgefunden, dass er einfach immer wieder das Gleiche sagt. Es klingt auch immer sehr, sehr geil, wenn man die anderen so hört, ne? Wenn die anderen da so über die Strecke ballern. Ich weiß nicht, was gerade mit mir los ist. Wieso bremse ich in dieser Kurve immer zu spät jetzt? Ach komm schon. Es kommt immer, wenn man sich zu sicher ist, ne? Dann fängt man an, unvorsichtig zu werden. Schon wieder. Endgültige Position, Erster. Wer hätte es gedacht?
Und dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt ins große Finale. Hallo, weiter bitte. Dachte schon, wäre jetzt abgestürzt oder so. Geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Oh, schon wieder reparieren? Oh ja. 1:49 Reparaturzeit. Das kann man sich mal gefallen lassen. Ist jetzt nicht ganz so tragisch. Wieso zeigt er mir denn da jetzt an? Da, Startaufstellung 2. Das kann auch gar nicht sein. Da stand doch eben noch endgültige Position 1. Also das muss mir mal einer erklären, was das für ein Scheiß ist. Kann ich irgendwie gerade nicht ganz nachvollziehen. Oh Gott, was ist los? Ich verkacke hier immer den Start, ey. Sehr schön. Und dafür war die diesmal nicht so schön. So, dann glaube ich, gehen wir mal direkt in die Joker. Sieht doch bislang ganz gut aus. Nur mit dem Bremsen, da habe ich es echt gerade nicht so. Ist ja schon die vorletzte Runde. Oh, und mal direkt unsere schnellste Runde gefahren. Langsam. Oh, der war schön. Schön im Begrenzer nochmal gejagt zum Ziel. Ah, herrlich, herrlich. Also mir macht Rallycross-Fahren richtig Spaß. Das, ich weiß, es gibt da durchaus andere Meinungen, aber mir macht das richtig, richtig Spaß. Gut, alles klar. Ich würde sagen, wir machen das mal eben so. Wie immer, ihr zieht euch das Replay noch rein und ich blende mich dann gleich aus. Und dann war es das auch schon wieder für das heutige Video. Seid sehr gespannt auf den kommenden Mittwoch, denn das Video hier ist ja
Das vorletzte dieses Jahres und zum Jahresabschied, das letzte Video 2020, was am Mittwoch rauskommen wird, da habe ich nochmal etwas ganz Besonderes für euch. Also seid sehr, sehr gespannt, was da kommt. Es ist auf jeden Fall Dirt Rally, aber nichts, was ich sonst so alltäglich mache. Also, da dürft ihr auf jeden Fall sehr gespannt sein, was da auf euch zukommt. Und fürs neue Jahr habe ich auch schon wieder ein paar Projekte geplant, die dann noch kommen werden, aber dazu erzähle ich euch dann vielleicht am Mittwoch noch ein bisschen mehr oder ihr müsst euch überraschen lassen, was dann am Freitag auf euch zukommt, denn Freitag ist ja schon der erste, erste. Also, okay, lange Rede, kurzer Sinn. Genießt das Replay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr meinen Kanal bislang noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das natürlich jederzeit gern kostenfrei erledigen. Und wenn ihr Lust habt, dann sehen wir uns im nächsten Video schon wieder. Bis dahin bin ich raus. Euer Fatso. Thank you.